Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten die Einrichtung einer Enquetekommission zum Thema Familienpolitik. Damit zunächst erstmal meinen Dank an Frau Kollegin Altenkamp bzw. an die gesamte SPD-Fraktion zur Einbringung dieses Enquete-Vorschlags. Und ich glaube, da spreche ich ja auch für meine Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen. Wir sind zunächst erstmal dankbar, dass dieses, Frau Altenkamp sagte das ja eingangs auch schon, dass dieses, ja, ich glaube, Nischenthema hatten Sie verwendet, hier eine gewisse Bedeutung dann auch zukommt, die diesem Thema ja auch tatsächlich zusteht. Das wissen wir als Familienpolitiker selber ganz genau und die Ministerin natürlich auch. Einige Fragestellungen sind jetzt hier schon aufgegriffen worden. Ich will jetzt nicht noch mal auf alles eingehen. Wir werden ja viel Zeit in der Enquetekommission miteinander verbringen und diese ganzen Punkte dort diskutieren. Dennoch möchte ich auf den einen oder anderen Punkt natürlich noch mal eingehen. Hier ist jetzt schon ein paar Mal gesagt worden, ich glaube, wir müssen über diesen Familienbegriff an sich dann auch erstmal in der Enquetekommission tatsächlich reden. Reden wir über diesen klassischen Familienbegriff, was eben Mutter, Vater, Kind oder mehrere Kinder, wie auch immer, angeht. Reden wir über, Frau Feld hatte das eben schon gesagt, dann auch über Regenbogenfamilien etc. Wir müssen über Alleinerziehende reden. Das steht alles auch im Einsetzungsauftrag dieser Enquetekommission. Wir Piraten halten dies natürlich für sehr wichtig. Wir Piraten setzen uns für eine gleichwertige Anerkennung von Lebensmodellen an, in denen Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir tun dies unabhängig vom gewählten Lebensmodell. Wir wollen die Familien fördern oder diesen Familienbegriff darauf erweitern, wo eben Menschen füreinander da sind, wo Kinder aufwachsen oder wo schwache Menschen versorgt werden müssen. Wir werden diese Fragen in der Enquetekommission hoffentlich offen behandeln, auch wenn uns da vielleicht in den unterschiedlichen Parteifarben durchaus unterschiedliche Interessenslagen vielleicht vorschweben. Ich bin da sehr gespannt, inwieweit wir da auf konsensuale Ergebnisse dann tatsächlich kommen. Ein paar Mal erwähnt worden ist jetzt hier auch schon die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich glaube, unter den bisherigen oder unter den jetzigen Rahmenbedingungen, wie wir sie in Deutschland, wie wir sie in Nordrhein-Westfalen haben, so eine hundertprozentige Vereinbarung von Familie und Beruf, die gibt es halt bei uns momentan nicht. Wir haben die Situation, dass eben, wenn ich von diesem klassischen Familienbegriff ausgehe, Mutter, Vater, dass immer mehr Familien, dass beide Ehepartner oder beide Elternteile halt eben arbeiten gehen müssen. Und da wird es eben tatsächlich schwierig mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere natürlich dann, wenn ich vielleicht einen Arbeitgeber habe, der nicht ganz so flexibel reagiert oder reagieren kann auf die entsprechenden Rahmenbedingungen. Wir als Piraten werden natürlich noch einen anderen Ansatz auch mit reinbringen. Sie wissen, dass wir uns programmatisch auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen. Dieses bedingungslose Grundeinkommen, wenn ich das als Punkt halt eben mit aufnehme, würde diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf letzten Endes zum Teil, na sagen wir mal, mindestens entspannend, vielleicht sogar ein Lösungsansatz sein können. Freiräume sind ebenfalls angesprochen worden. Wir haben ja auch hier im Land die Aktion des Landesjugendrings, wissen wir als Familien- und Jugendpolitiker ebenfalls alle. Da bin ich ebenfalls sehr gespannt, wie wir die Sichtweise der Kinder und Jugendliche in diese Enquetekommission kriegen und eben nicht diesen Schwerpunkt Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben, sondern tatsächlich auch gucken, wo sind denn die Bedürfnisse der Familien, einzelnen Familienbestandteile, sprich auch der Kinder und Jugendlichen. Und ich bin sehr gespannt, wie auch die Kinder und Jugendlichen in dieser Enquetekommission dann vielleicht auch zu Wort kommen werden. Da müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Enquetekommissionen, vergangene, sind ebenfalls angesprochen worden, beziehungsweise auch die laufende Enquetekommission. Ich bin dann gespannt, wie diese Ergebnisse in die tagtägliche und tatsächliche Politik dann einfließen. Es bringt uns nichts, eine Enquetekommission einzurichten, wo wir nachher ein schönes Buch fertig haben mit Ergebnissen, aber diese Ergebnisse eben nicht in die Politik einfließen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das umgehen. Und zum Schluss, lassen Sie mich damit dann schließen, mir ist jetzt eben noch beim Durchlesen aufgefallen, der Paragraph 57
für die Einsetzung einer Enquete-Kommission. Das wäre die alte Geschäftsordnung. Richtigerweise wäre das der Paragraph 61. Ich bin Pirat, ich muss mir das mit dem Formalfug, kann ich mir leider nicht entgehen lassen. Und ich weiß nicht, wie wir das heilen können. Mir ist es gleich, welcher Paragraph da letzten Endes drinsteht. Richtig wäre Paragraph 61. Ich danke Ihnen jedenfalls. Ich freue mich auf die Arbeit in der Enquete-Kommission und bin gespannt auf die Ergebnisse. Vielen Dank.